zur Ruhe bringen, der Gedanken, an der Birne hier oben. Warum? Naja, dein natürlicher Zustand ist Gesundheit, so meint Yoga, und definiert Gesundheit unter anderem wie folgt. Der Geist ohne Verwirrung, der Körper ohne Schmerz. Etwas positiver formuliert, klarer Geist, gesunder Körper. Ja, das scheint es also, wenn man dem Glauben schenken mag, direkt Zusammenhänge zu geben. Und heute dreht es sich bei uns alles in dieser Yogastunde um diesen natürlichen Zustand der Gesundheit. In dem Sinne, dass dein System, dein Körper so ein Wunderteil ist, dass er ja trotz dessen, dass er ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, also positiven sowie negativen, sei es Dreck in der Luft, sei es verunreinigte Lebensmittel oder, die Liste können wir beliebig weiterführen. Er ist so ein Reinigungswunder, ist so ein toller Apparat, dass er das immer wieder reguliert und du jetzt hier gesund sitzen und atmen kannst. Das heißt, wir wollen heute gar nichts Neues installieren, sondern diese Systeme der Reinigung und Regeneration, Reparation funktionieren schon ziemlich gut. Wir wollen diese Systeme nur wieder ein bisschen unterstützen. Und da beziehen wir uns zum einen auf den Körper, werden diesen quasi ausfrieren, also Ober- und Unterkörper immer wieder wechselseitig verdrehen. Hier für Durchblutung sorgen, Massage und für das Ausleiten. Insbesondere für das Ausleiten von Dingen, die der Körper nicht mehr braucht, ist eines der wichtigsten Mechanismen, die du naturgegeben hast, der Ausatmen. Ja, darüber geht wirklich eine ganze Menge raus. Und da sei jetzt hier schon nochmal darauf hingewiesen, normalerweise atmen wir so 1 bis 2 Liter aus, wir haben aber 5 bis 6 Liter Lungenkapazität. Heißt, das Sprichwort Lunge mal nicht so rum kommt nicht von irgendwoher, sondern es kann durchaus sinnvoll sein, im Sinne der Reinigung und Energie wieder Zufuhr vollständig auszuatmen. Alles, was da noch rumlungert, rauszupusten und Platz zu haben für 5 bis 6 Liter frischen Sauerstoff. Das ist die eine wichtige Betrachtungsebene, die körperliche. Die andere ist die geistige. Wir wissen es alle. Ja, du hast viele Jahrzehnte Lebenserfahrung, dass du weißt, wenn du hier oben, hier und hier Scheiße reinpackst, dass dann Scheiße bei rauskommt. Das heißt, ein klarer Geist führt zu einem gesunden Körper. So simpel und einfach. Das ist also definitiv ein Unterschied wahrscheinlich, ob ich mir lachende Babybeatles reinziehe oder Terroristenanschläge 24 Stunden. Ja, mal so ganz grob zusammengefasst. Klarer Geist, gesunder Körper. Nebst dem sei erwähnt, es ist eine der anstrengendsten Stundenkonzepte, die du bei mir so erfahren kannst. Kannst dein Geist, das Ego, was er gerne probiert, etwas zu erreichen, darauf einstimmen. Es ist so konzipiert, dass du nicht alles schaffen kannst. Also eher du weinend rausgehst und sagst, es klappt alles nicht, ist so gewollt. Also insbesondere die das erste Mal bei mir sind, du kannst dir jederzeit eine Pause nehmen, wenn dir danach ist, zum Beispiel wenn der Atem stark unregelmäßig werden würde und dann wieder in deinem Guttun, wenn der Atem ruhig durch die Nase ein- und ausströmen kann, wieder in den Fluss der Stunde einsteigst.